Wissen Sie, welche Aktivitäten eine Arbeitsbiene im Laufe ihres Lebens ausführt? Nein? Passen Sie also auf, denn werfen wir einen Blick auf die zweite Hälfte des Lebenszyklus der Arbeitsbiene. Von der Arbeit im Bienenstock bis zu ihrem Lebensende. Im ersten Teil des Videos haben wir über den Entwicklungszyklus der Biene nach dem Schlüpfen gesprochen. Heute schauen wir uns an, was als nächstes kommt. Sobald die Brut ein bestimmtes Alter und eine bestimmte Erfahrung erreicht hat, beginnt sie, sich an anderen Aufgaben im Bienenstock zu beteiligen. Ab dem 8. Tag nehmen einige der jungen Nektar von den Schmetterlingen auf, um ihn bei der Speicherung zu unterstützen. Sie warten beim Knoblauch auf sie, nehmen ihnen den Nektar ab und lassen ihn in der Wabe aufbewahren. Eine weitere Veränderung tritt am 12. Lebenstag ein, wenn Bienen beginnen, Wachsdrüsen zu entwickeln. Dank ihnen produzieren die Bienen Wachs und bauen Waben. Sie werden zu Baubienen. Die Bauarbeiten dauern in der Regel bis zum 18. Lebenstag. Nach dem 18. Lebenstag hören die Wachsdrüsen auf, Wachs auszuscheiden, sodass die Bienen zum Wachdienst am Rand des Bienenstocks, in der Nähe des Bienenstocks oder in der Nähe des Bienenstocks als Wächter des Bienenstocks wechseln. Es bewacht es 1 bis 4 Tage lang sorgfältig. Zu diesem Zeitpunkt endet für die Biene ihre Arbeit im Bienenstock und das Baby wird zum Flieger. Fliegen fliegen aus dem Bienenstock und bringen Nektar, Wasser, Pollen und harziges Dichtmittel, Propolis, mit. Dies ist der Höhepunkt im Leben einer Arbeitsbiene. Sie fragen sich, wie lange eine Biene lebt. Die Lebensdauer einer Biene hängt von der Jahreszeit ab. Bienen leben im Sommer 6 bis 8 Wochen, während langlebige Bienen für den Winter geboren werden und deren Aufgabe es ist, den Winter zu überleben. Sie leben also bis zu 8 Monate. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, schreiben Sie uns in die Kommentare. Daumen hoch und Abo. Dies wird dazu beitragen, die Reichweite meines Videos zu erhöhen und das Bewusstsein für Bienen zu schärfen. Vielen Dank, dass du meinem Kanal beim Wachstum geholfen hast. Ich freue mich darauf, Sie im nächsten Video zu sehen.